herzlich willkommen hier mitten in World of Tanks. Ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr hochgeladen. Also so ein richtiges Video, so wie jetzt, ne? Ich gehe ja meistens live. Ja, hat auch zeitliche Gründe. Ja, oder es regnet. Oder schneit. Oder sonst was. Egal, genug Ausreden. Ich will jetzt mal wieder einen neuen Panzer vorstellen, der gerade momentan ein bisschen unterm Radar läuft. Ich habe diese Playlist, meine Lieblingsstufenpanzer auf 9. Also ist übrigens meine Lieblingsstufe, die ich fahre. Und ich habe schon ewig keinen mehr vorgestellt. Und den habe ich jetzt noch nicht in meiner Liste. Und ja, den wollte ich heute mal ein bisschen fahren, zwei, drei Runden und euch ein bisschen mitnehmen. Der Type 68. Ich habe ihn jetzt auch schon länger, aber wie gesagt, ich bin kaum dazu gekommen, irgendwas hochzuladen. Naja, um mich geht es jetzt nicht so. Es geht um den. Finde ich ganz gut, den Type 68. Ist Japaner Heavy. Ich finde ihn zum dritten Mal gut. Er hat eine genaue Kanone, wenn man die Abkühlzeit beachtet. Das ist das Wichtige bei ihm. Das ist eine Besonderheit. Die Abkühlzeit ist, glaube ich, ja, hier steht es, 13 Sekunden. Dann hat er eine relativ brauchbare Kanone. Das muss man so ein bisschen beachten beim Spielen. Er passt perfekt in die Hulldown-Meter heutzutage. Also er hat 12 Grad Gun Depression, er hat so einen Siege-Modus wie beim STB-1. Er müsste einfach eine gewisse Geschwindigkeit unterschreiten, dann senkt sich die Kanone ab. Jo, ganz nice an der Kuppe zu spielen. Der Turm ist auch recht stark. Wir haben eine 280er Turmpanzerung, die Wandpanzerung kannst du vergessen. Er müsste jetzt immer schönere Wanne verstecken. Oben hat er noch so ein kleines Cupolachen. Ja, so klein ist es doch nicht, aber gut. Eben, er passt wunderbar. Also wenn ihr an Maps rauskommt, wo ihr so ein bisschen an der Kuppe spielen könnt, ja, da könnt ihr. Eure Hauptgegner sind eigentlich diese STBs und Emils, ne? Da passt er gut rein. Und so kann man auch ganz gut spielen. Was gibt es noch zu dem zu sagen? Ich finde die Standard-Muni auch nicht schlecht, die er hat. Sie hat einen ordentlichen Durchschlag. Ja, das ist so mein Equipment, was ich verkauft habe, eingebaut habe, ne? Ansetzer Härtung und dann hier dieses System zur Verbesserung der Beweglichkeit. Weil er ist relativ flott. Ja. Und ich mache ihn einfach noch flotter. Und von dem her passt er auch ganz gut momentan in die Meta. Der Panzer, also von dem her nicht schlecht, Herr Specht. Ich spiele ihn ganz gerne, obwohl ich nie so besonders gute Runden in ihm habe. Ich habe meistens gute Runden im TNA momentan. Ich weiß auch nicht wieso. Wahrscheinlich sind es die zwei Schüsse, die man raushaut. Aber, ich spiele ihn ganz gerne. Ah, ich nehme ihn jetzt einfach. Ich nehme ihn einfach mal mit. Und schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ganz wichtig bei dem Panzer ist einfach, versucht. Naja, gut. 12, 13 Sekunden zu warten, habt ihr eine genaue Kanone. Der Rest ist eigentlich, also wenn er schneller schießt und die Kanone konnte nicht abkühlen, dann ist er eigentlich nicht so brauchbar. Aber scheißegal, ich spiele trotzdem gerne. Ich beachte diese Abklingzeit meistens nicht so. Im Spiel ist es ja manchmal relativ hektisch. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und dran denken solltet, macht es. Ja, ich habe diese komischen Turtles da auf dem Panzer. Wie gesagt, ich spiele ihn nicht besonders gut, aber ich spiele ihn gerne, komischerweise. Ich mag das. Also, Hulldown spielen, 12 Grad. Kleines Maschinengewehr. Mal Glück haben. Jetzt müsstet ihr eigentlich warten, ne? Das ist halt anstrengend. Ich kann nicht warten, ich habe keine. Und jetzt diese neuen Lights, ne? Mit diesem MG. Es war ein ganz dringendes Problem, was WG angehen musste, solche Lights ins Spiel zu bringen, damit die Leute noch mehr Spaß haben vor irgendwelchen komischen Panzern. Irgendwelchen komischen Panzern, aber egal. Ja, anstatt dass wir das Matchmaking anpassen, aber darum sollte es nicht gehen. So, jetzt ist die Kanone auch schön abgekühlt. Jetzt warten wir mal ein Momentchen. Der andere, der BZ, ist auch in der Stadt. 50er kommt auch.
Warten erstmal ein bisschen. Wie gesagt, der Durchschlag ist 311. Ist nicht übel. Wir sind hier in der Unterzahl. Ist besser, wir warten ein bisschen. Was viele vergessen in dem Spiel, die Spiele gehen nicht 2 Minuten, nicht 3 Minuten, nein, auch nicht 5, auch nicht 8, sondern 15 krasse Minuten. Also ihr müsst nicht, einen auf Super Mario machen. Ich warte jetzt. Vielleicht außen mal. Machst du Lucky Lucky? Ach komm, du willst mich doch verarschen, Gamer, ne? Ich hasse Häuser. Geht's euch manchmal auch so? Das meinte ich mit der Kanone. Sie konnte abkühlen, sehr präzise. Das macht ihn wiederum sexy, muss ich sagen. Mr. Light ist draußen. ISM geht dumme Trades ein, sehe ich gerade. Macht sich einen auf Babbo. Eigentlich unnötig, wir haben Zeit. Bestimmt rum, der Penner. Wenn ich einen schnellen Schuss bringen, meint das geht gut. Guck. Mist! Okay. Aber er hat auch einen gekriegt, oder? Oh shit. Ich hab gedacht, der ist irgendwie am Grillen oder am Kochen oder was weiß ich. Egal. Das reicht. Ja, ich weiß, man fährt nicht seitlich raus, aber ist mir jetzt egal. Die Mitte müsste eigentlich sauber sein, oder? Willst du sidescraben, E75? Ich hab keinen Bock mehr. Immer da hinkommen. High risk. Enemy in our sights. That was almost too easy. Hi. Penetration. Das war's, leck mich am Arsch. Ich fahr hier lang. Dass der mir hier jetzt mal HPs einbringen, ganz wichtig, und löschen.
So, erleichtern wir den auch mal da hinten noch. Wo ist er? Gut. So. Überlegt, gespielt in der Stadt, 4 Kills gemacht, 2,5 ist okay für meine Verhältnisse. Und man hat gesehen, er funktioniert richtig geil. Es war jetzt nichts Halterunmäßig. Aber wenn man ein bisschen abwartet und einen Schluck Kaffee trinkt. Ah, herrlich. Junge, Junge, Junge. Ich habe mir übrigens jetzt eine Kaffeemaschine gekauft. Ich sag's in jedem Video. Aber egal. Aber hier sieht man auch mal, auf welchem Niveau der gespielt wird. So eine obermiese Runde war es jetzt nicht. 2,6 Damage, 4 Kills. Dritte Klasse. Also es gibt da richtige Freaks, die den feiern, ne? Und ich feiern wäre jetzt bei mir übertrieben, aber ich fahre ihn gerne. Komm, wir hängen noch eine Runde dran. Das ist, jetzt war jetzt so gut die Runde. Wir müssen noch eine scheiß Runde dranhängen, oder? Ich schulde euch das. Ich weiß es. Vielleicht kommt jetzt was mit Halldown. Dann mal ein bisschen zeigen kann mit diesen 12 Grad. Nee, natürlich nicht. Jawohl, das könnte interessant werden. 2 Klicker. Auf dem Feld haben wir nichts zu suchen. Da hat es mit zu viel Mates. Leopard, Leopard TVP. Kein Bock. Jetzt kommt uns in der Stadt entgegen. Ein Konzept 1B, also der 11er Panzer. Dann die 54 Autoloader. Relativ wenig Stahl in der Stadt. Also werden wir versuchen, in die Stadt zu fahren. Wir haben noch eine IS-4. Kleiner Tipp am Rande: immer so ein bisschen Setup angucken. Mache ich auch viel zu wenig. Also, ich würde sagen, wir fahren in die Stadt. Schauen wir mal, ob er funktioniert. Sitzt gegen 10er. Und. Egal. Ich schieße gerne. Okay, wir sind nur zu zweit. Leck mich doch am Arsch. Was mache ich hier eigentlich? Eieieiei, Leute. Das ist nicht gut. Könnte ich von der Mitte kassieren, ich weiß es. Guckt ihr das an? Nee, nichts in der Stadt, ne? Na gut, habt ihr gesehen, die ganzen Mates, das ganze Setup hier. Soll ich jetzt einfach. Ja, hier habe ich noch ein bisschen Schulterschluss zu meinem Team, hier bleiben wir mal stehen. Die Arti ist lernresistent, die sollte sich eigentlich verpissen. Wer war denn gespottet schon? Konzept auch. Ja, das ist halt natürlich scheiße jetzt, ne? Gucken wir mal. Kacke. Der Kong fährt rüber, das ist gut. Okay, jetzt sind ein paar Jungs eingetroffen. Jetzt können wir mitfahren. Ganz wichtig, fahrt nirgendwo alleine hin. Es ist wirklich bescheuert, ja, ihn auf Held zu machen. Die Runde ist natürlich jetzt gelaufen vom Damage her, aber ist egal. Autoloader. Na? Bounce. Ah, oh, Mr. MG. Ja, ist gut. Könnte mein Team mal was machen? Alter, jetzt habe ich das Problem, jetzt bin ich hier alleine. Der Autoloader müsste doch leer sein, oder? Na, ist egal. Ich habe euch eine beschissene Runde versprochen, also kriegt ihr die. Trotzdem haben wir das Spiel gewonnen. Wo ist er? Ja, das bringt dir jetzt nichts, hätte es mal mitgekämpft da vorne, ne? Aber gut.
Müssten sie aber gewonnen haben. Ja. Seht ihr? Das war auch wieder zu viel. Zu viel Kanonen in der Stadt. Hätte eigentlich nicht fahren sollen. Ja, aber ich dachte, die zwei kämpfen ein bisschen mit. Der eine hat ja mitgemacht, aber der kommt, der gammelte hinten rum. Aber jetzt hat man übrigens gut gesehen, diese neuen Lights, diese MGs, da, ich weiß nicht. Hat es das echt gebraucht? Aber gut, die gleiche Frage habe ich beim EWR auch gestellt. Und jeder hat sich dran gewöhnt, ne? Aber müsste man haben, denke ich. Also wenn sie das noch verlieren, dann weiß ich einen Besenstiel. Sehr schön. Na, das hat's gebracht, ne? Mr. Autoloader. So, jetzt ist noch diese. Jetzt hätte ich fast was gesagt. Ist Weicher mit seiner MG noch? Frohe Jagd! Oh, guck, der Herr Leopard steht ja auch noch rum. Jesus, guck dir diesen Nonsens an. Na egal. Ich mach dazu vielleicht nochmal ein ganz eigenes Video. Nee. Ich habe alles gegeben in der Stadt. Ich bin trotzdem zufrieden einigermaßen. Ich habe gefightet, aber es hat nicht gereicht. Das waren zu viele Kanonen. Aber trotzdem bin ich recht zufrieden. Anwenden, genau. Ah ja, passt schon. Aber man hat gesehen, wenn man sie jetzt nicht völlig isoliert wie ich jetzt, ich war jetzt nicht völlig isoliert, aber gut, ich hatte ein paar nette Leute dabei, sagen wir mal so, funktioniert ja ganz gut. Ne? Ich hätte euch gerne ein bisschen halt auch noch gezeigt, wie er funktioniert, aber ihr könnt es euch ja vorstellen. Wie gesagt, wir haben hier 12 Grad. Ich glaube, der STB1, der hat auch 12 Grad, oder? Nee. Geil. Der hat sogar noch mehr. Gut. Aber trotzdem, das ist auch eine Ansage, ne? 12 Grad. Und er hat eben diesen Siege-Modus. Und er wippt so ein bisschen nach. Das muss man auch ein bisschen beachten. Dann pendelt sich praktisch die Kanone ein und dann kann man ganz gut schießen. Zielerfassung ist sexy. Wie gesagt, wenn er genug beachtet bei dem, dass er einfach lange genug wartet, bis er abgekühlt hat. Wenn ihr snipern wollt, sonst habt ihr ein Problem, also nicht mehr so genau. Aber wie gesagt, er macht wirklich Spaß. Und das ist so mein Setup. Viele wundern sich immer, dass ich zwei Rap-Kits verbaut habe. Aber das hat einen ganz einfachen Grund. Es gibt nichts mehr, was mich mehr ankotzt in dem Spiel, wenn sie dir irgendwelche Sachen zerstören. Sei es jetzt der Motor oder sonst was anderes. Oder wenn sie dich dauernd Dauerketten oder was weiß ich. Es kann immer mal dumm laufen. Drum habe ich mir angewöhnt, fast in jedem Panzer zwei Rap-Kits einzubauen. Das Problem ist halt, dass der Feuerlöscher weg ist, aber jetzt gibt es ja dieses neue, diese Crew-Bearbeitung, was übrigens auch total notwendig war, Wargaming, aber lassen wir das mal. Ironie off. Da ist wichtig, dass ihr halt darauf achtet, falls ihr da jetzt hier ein zweites Rap-Kit habt oder wie heißt ja, Nachschub bei dieser Proviant eben irgendwelche Stullen und den Feuerlöscher hier rausmacht, dass ihr bei der Crew unbedingt den auswählt hier, der das, den Feuerlösch-Skill hat. Und fackelt ihr gnadenlos ab. Meistens ist er nicht nur meistens, es ist eigentlich immer auf dem Funker. Wenn ihr keinen Funker auf der, also wenn ihr keinen Funker in der Besatzung habt, dann ist es beim Commander. Ne, als zusätzlichen hier. Als Bonusvorteil, glaube ich. Aber meistens, oder wenn ein Funker da ist, ist der Lösch-Skill immer auf ihm. Ne? Okay, das soll es gewesen sein. Genug Gelaber. Wie gesagt, das mit der Kaffeemaschine hat sich erledigt. Ich brauche mir keine mehr schenken. Ja, gut, jetzt werdet ihr euch das nächste halbe Jahr anhören müssen. Und als nächstes werde ich, glaube ich, den TNH mal ein bisschen fahren. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich mal wieder so ein ganz normales Video gemacht habe für euch. Wenn ihr wollt, ich habe gesehen,
gucken relativ viele manchmal meine Videos, aber es sind wenig Abonnenten dabei. Ihr könnt gerne abonnieren, ihr würdet mich damit ein bisschen unterstützen und vielleicht die Videos ein bisschen teilen oder liken. Ja, das würde mich freuen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und das Allerwichtigste, ihr wisst, was kommt, bleibt gesund. Ne? Okay, das war das Wort zum Sonntag. Also bis dann. Bis die Tage.